Die Weltpolitik der letzten Jahre wurde auf Unwahrheiten gebaut, das sagt der Journalist Webster Tarpley in einem COP-Interview anlässlich des 10. Jahrestages der 9/11-Anschläge in den USA. Die gesamte Außenpolitik der USA habe sich um den Mythos gedreht, islamistische Terroristen hätten die Anschläge verübt. Doch das sei die Unwahrheit. Von 1997 bis 2001 habe es fast 50 Übungen im Zusammenhang mit Flugzeugen und repräsentativen Hochhäusern wie dem UN-Gebäude in New York gegeben, berichtet Tarpley. Sogar am Morgen des 11. September 2001 hätten diese Übungen noch stattgefunden. Den Anschlag ausgeführt habe nicht etwa der mutmaßliche Terrorist Atta. Dieser sei Alkoholiker und Schauspieler und zu diesen Taten nicht in der Lage. Vielmehr hätten meilenweit entfernte Spezialtechniker für Drohnen Knöpfe am Computer gedrückt. Ähnlich wie es jetzt in Afghanistan, Pakistan, Libyen oder Somalia mit den Drohnenangriffen geschehe. Durch die Unterstützung der Massenmedien, durch eine Art Gehirnwäsche, hätten sich die Anschläge unter falscher Flagge in der Öffentlichkeit manifestieren können, obwohl die Widersprüche riesig seien. Die offizielle 9/11-These wird von den Bürgern massiv angezweifelt. Das ergibt eine Auswertung der Kommentare im Internet. Auch eine nicht repräsentative Umfrage des Schweizer Portals 20 Minuten lässt auf großes Misstrauen schließen. Danach halten nur noch 27,8% die offizielle Version der Al-Qaida-Täterschaft für korrekt. 28,5% geben der US-Regierung die Alleinschuld und über 26% glauben, sie habe zumindest Bescheid gewusst. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer sind der Ansicht, die USA hätten bei 9/11 zumindest ihre Finger im Spiel gehabt.